Es ist eine Pflicht des politischen Raums, sich mit den Realitäten auseinanderzusetzen. Es müssen die guten Leute hier bleiben, um das Land stark zu machen. Wir müssen ihnen die Möglichkeiten geben, sich selbst zu entfalten, das, was in ihnen steckt, auch wirklich voranzubringen. Ich finde es auch wichtig, dass wir alle hier bleiben. Es ist wichtig, dass noch ein bisschen Leben reinkommt, noch mehr Leben reinkommt. Und da brauchen wir die jungen Menschen. Ich finde es sehr wichtig, dass wir mehr junge Leute bei uns im Land halten. Denn wir sind die Führungsebene von morgen, wenn alle weg sind. Was wird aus der Region? Was bleibt hier? Und unsere jungen Leute wollen die Ärmel hochkrempeln. Das sehe ich im ganzen Land immer wieder neu, hier heute in Stralsund, in hervorragender Art und Weise. Aber ich denke mir, es war eine aufmunternde Sache, wo junge Leute gezeigt haben, was in ihnen steckt. Man lernt daraus, man nimmt Erfahrungen mit. Ich hoffe, das wird sich im nächsten Jahr nochmal wiederholen. Wenn Sie das, was Sie haben, und auch meinetwegen internationale Erfahrung, ich bin immer dafür, auch in anderen Bundesländern, wenn Sie das dann hier in dem Land umsetzen, dann kommt dieses Land auch wunderbar voran. Und deshalb müssen wir einfach versuchen, mit neuen Ideen, mit kreativen Ideen seitens der Politik und auch seitens der Wirtschaft, mehr junge Leute hier im Land zu halten. Und so können Sie dann praktisch vor Ihre Haustür gehen und haben das Urlaubsland direkt vor Ihrer Haustür. Unsere Jugend hat in diesem Land eine Zukunft, wenn sie die Zukunft selbst in die Hand nimmt. Week.